Britisch alle Goethen haben einen Melting Pot, dem haben die erste Kehr zu Dayfering am Hallo organisieren. Mein Name ist Maxim Pantaglioni und ich bin ein Junge, der zu Dayfering aufgewachsen ist. Ich war auch viel am Ausland, wie ich rumgekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, dass wir etwas kreieren müssen, wo wir etwas, was wir nicht zuletzt schon, wo wir verschiedene Kulturen und verschiedene Genres zusammenbringen. Und da wünsche ich mich mit Kollegen zusammen gemacht, für den Melting Pot zu kreieren. Ich bin persönlich bei den jungen Gringen, an den Gringen aktiv und damit zwar Nachhaltigkeit, das ist ein extrem wichtiges Thema. Und damit wir, wie wir den Melting Pot kreiert haben, wird darum gegangen, dass man auf einer Seite Stahlindustrie zu Dayfering repräsentiert und auf der anderen Seite verschiedene Kulturen und verschiedene Nationalitäten, die wir haben. Und da zusammen wollten wir ein Event mit Nachhaltigkeit kreieren, wo man verschiedene Künstler, Musiker, auch Sportler zusammenbringen, für eben so ein Event zu kreieren. Und das alles am Thema soziale Inklusion. Und damit zum heute 20 Artisten zusammenbringen, für eben das heute zu kreieren. Bonjour à tous. Donc nous on représente le collectif 12 Chromatiques. C'est un groupe d'amis qui s'est construit autour de la création artistique. On touche à énormément de domaines différents qui passent par la création graphique, l'illustration, le graphisme, la peinture, la sérigraphie, l'architecture, on fait aussi de la poterie. Il y a vraiment énormément de domaines différents et pour cette exposition, on a décidé d'exposer nos œuvres dans une construction qu'on a fait nous-mêmes avec des palettes récupérées donc, qui font 2,40 m de haut. Et on avait vraiment envie de jouer sur ce contraste entre la brutalité du matériau et la netteté des œuvres qui sont exposées ici. Ouais, du coup, on a collaboré avec Maxime et Chris qui nous ont fourni plus de 80 palettes. On a construit la structure en 24 heures, ça fait 1,3 tonne à peu près. Et du coup, le challenge était de réussir à regrouper tous ces différents arts dans une exposition et d'organiser autour de ça différents workshops. Du coup, on fait de la sérigraphie en live, il y aura de la poterie, de la sculpture à l'extérieur. On a notre DJ qui mixe, qui s'appelle Bandou. Et il y a différentes présentations à l'extérieur, du coup, il y a des petites expositions. Vous pouvez tourner à droite, à gauche. L'idée étant vraiment d'avoir un cube à l'intérieur duquel les œuvres soient figées, soient créées et avoir un extérieur du cube qui soit vivant, où les personnes qui viennent à l'exposition puissent interagir avec les artistes, de sorte à ce qu'on puisse vraiment partager notre art. C'est ça, l'idée d'avoir un cube très brut avec des œuvres très propres à l'intérieur. Et dans l'idée, le cube va rester ouvert durant la soirée. Du coup, les gens pourront partir de la soirée techno et venir ici et s'immerger dans les pièces. Von Balkoni, Balkoni ist eine feine Crunch-Plattform, von Lützburg, wo man von Kollaborationen mit Artisten möchte. Auf diverse Basis sind, einmal mit einem Künstler, mit Künstler aus dem Rwanda kollaboriert, wo man vier Spieler von hinten auf Lützburg bricht und die für guten Zweck zu verkaufen. Ziel ist effektiv, für man Profits von den Spielern hier am Rwanda einen Kunststuhl zu bauen. Und darum ist man immer diverse Sachen, Kleider und Matine gemacht, die ich als Kleider gehen am Matieren Design gestaltet und auch 50% von den Kleider gehen in den Rwanda gespendet. Geht dann von Wegström für mit Künstler zu kollaborieren, national wie international, und sie durch als Plattform zu promoten. Der größte Pilier von dem wir machen sind auch Kleider, wo wir immer eine Kollaboration mit dem Artist eine Kollektion von Kleider rausbringen, die an einer limitierten Basis immer auf den Markt kommen, mit der Inspiration vom Artist singen. Designs oder singe Bilder, die in dem Moment für unser Projekt mischt. Andererseits Balkoni, was ist Balkoni? Balkoni ist von wie ein Balkon, eine Extended Plattform von einem Haus aus. So sind wir als Balkoni die Extended Plattform für die Artisten. Für kurz auf die Rwanda Collection, die wir hier im Hintergrund gesehen haben, das ist von Delisa Bertrand, die bei einer volontären Basis am Rwanda in der Weber war und die Kibe kennengelernt hat. Die Kibe ist der Founder von Ikirunga Art Center, hat der Kunstgalerie, wo wir heute zusammen arbeiten. Und wir haben hier am Anfang eine Kunstgalerie kreiert, einen Workshop, wo hier die dritte Generation von Artisten schon auf einer regelmäßigen Basis Mole beibringt. Und wir haben am Anfang für 6 Artisten 4 Spieler plötzlich gesprochen und die gehen heute für guten Zweck verkauft. Ich ziehe das wirklich mit den Profits von den heute 4 Spielern, die von den 6 Artisten, die jetzt mit dem Runde Accent stammen, zu verkaufen und damit eine neue Kunstschule am Rwanda zu bauen. Ich bin Anna Mariniero und ich bin Creative Art Director für den heutigen Event. Den Maxim den hat mich persönlich gefreut. Und ich komme erst wie eine Telefonkabine.
wo ich noch nebenbei mich dekorieren, ein paar von bisschen Feedback gehen und noch Sachen mit ihm sammeln, für halt die Platz zu dekorieren. Und ja, merci de kommen, dass ich könnt etwas halt am Telefonat so Rolle machen. Und zwar, dass ich zum Beispiel eine Person eine Message will soen an die Person nicht abgehoben oder die Person ist halt verstorben oder die Person ihn ignoriert. Und dann kann die Message dann hi an dieser Telefonkabine anonym anrufen und seine Geschichte erzählen, die unbedingt der Person wollte noch soen. Und aus irgendeinem Grund ist es dann nicht gegangen. Und ja, es soll ein bisschen interaktiv sein, auch symbolisch, aber gleichzeitig schon mal auch Stöpfe geholt, die wir vom Recyclingcenter kriegen. Und die ich dann wieder verwertet habe, für kleine Rido zu machen. Und dann habe ich noch ein paar Sachen geholt. Das war von einer Party, wo ich dem Mädchen gesagt habe, nein, geht das nicht fort, ich brauche das noch. Die ich dann ein paar Sachen einfach wieder verwertet. Und ich habe ein paar Sachen, wo ich auch daheim wohne, wo ich mitgebracht habe. Und ja, zum Beispiel hier war von einem Arizona Drink Tea. Und ja, da hat mein Papa hat auch von dort gemacht. Und wir haben Blumen draus gemacht. Das ist ein bisschen Sachen so wiederverwerten, aber gleichzeitig soll es interaktiv sein und eine Message drunter stehen, dass Leute halt hier Story können schreiben, auf Mauer machen und ein Stranger kann dann die Geschichte sehen. Salut, ich bin der Forsan, ich bin 26 Jahre alt, mein Rap seit ungefähr 10 Jahren. Und ich bin hier im Melting Pot für Workshops zu proposieren, für zu schreiben und für zu rappen. Und ja, die Kunst, was Musik ist, ist eben ein Moyen, sich zu connecten und sich zusammenzusetzen. Und ich bin eben hier, für das zu machen. Hallo, ich bin Melina, ich bin 27 Jahre alt, ich bin Grafikdesignerin und auch Künstlerin. Und heute in der Schreibe mit meinen digitalen Collagen. Und was ich mal mache, ist auch von der verschiedenen afrikanischen Revolutionären zu repräsentieren, für ein bisschen die Chance zu geben, dass Leute können Afrika durch eine andere Pandemie sehen und dass sie vielleicht auch von Geschichte ein bisschen anders sehen, wie das immer gewesen wird. Und was ich auch mache, ist auch von Collagen machen von verschiedenen Fotos von verschiedenen Events, wo die Leute waren, zum Beispiel wie Thomas Sankara, dass du Fotos siehst, wo dann für einen Politiker war, wo dann mal Leute diskutiert wird. Und auf so Weise, was dann alles gemäht wird für sein Volk. Und auch mit verschiedenen kleinen Farben, für alles, was wirklich auffällt. Und ich probiere auch da mal ein bisschen diesen Spirit anzufangen. Ich muss merci. Moin, ich bin Mohamed Al-Mazki. Ich wohne bei Today for Ring und ich bin ein professioneller Fußball-Freesteller. Mein Name ist ein kleiner Moon. Und heute habe ich euch invitiert, für Freestyle-Workshops zu gehen und Leute ein bisschen Freestyle-Weise an ihnen das auch beibringen. Und ich freue mich auf den Tag. Moin, mein Name ist Pablo Schwickert, ich bin 23 Jahre alt, ich bin Künstler aus Niederkodei verdingen. Und ich stelle heute die Sibylle hier aus, am Hall O, am Event Melting Pot. Und sie ganz frei ausstellen zu können, mit all verschiedenen Artisten. Das ist eine ganz flotte Gemeinschaft von mir. Meine Bilder, auf die ich mich fokussiert habe, das sind zwei Bilder, die ich seit langem nicht ausgestellt habe. Die sind in einer privaten Kollektion bei mir. Ich schaffe ganz viel abstrakt, aber auch mit Graffiti-Seiten. Und ja, das darf ich machen. Das ist meine Passion, das darf ich gerne. Ich komme vom Graffiti. Also meine Galerie ist an der Stadt, 19 Avenue de la Porte Neuf, Luc Mob 8. Das ist meine Galerie, wo ich meine Bilder ausstelle. Ich bin Solo-Aussteller regelmäßig. Bei so Events wie heute, die von den Gemeinden sind natürlich dabei, für die Leute zu supporten, auch für meine Kunst kennenzuweisen und auch ein Deal davon zu sehen. Wie wir die Idee vom Melting Pot hatten und das Konzept evaluiert haben, hat man das paar Leute, bei denen gingen, als Dave-Ding gewiesen. Und sie haben das mega cool gefunden. Und sie haben gesagt, okay, wir sind bereit, ein Budget hinzustellen, für eben das Ganze zu finanzieren. Und wie gesagt, der Melting Pot ist eben ein 2D-Event, wo wir am Tag verschiedene Artisten haben, Sportler, Künstler, Maler, 30 verschiedene Künstler, die das Ganze wollten ausstellen. Und oben ist man eine Immersive Techno-Soiree, wo man die ganze Kunst mit den Musikern zusammen integrieren. Genau. Und all die Sachen, die wir zusammenkommen, gehen in Televis gespannt.